Nach 13 Spielen tauscht Dresdens Trainer Markus Anfang den Torhüter. Sven Müller ersetzt Stefan Drajacza, der in den letzten Spielen nicht immer den sichersten Eindruck machte. Sven Müller, inzwischen 26, war im Sommer vom Halleschen FC nach Dresden gewechselt. Für Dresden hat er einmal im DFB-Pokal gegen Stuttgart gespielt, dazu einmal Landespokal gegen Frisch auf Wurzen. Heute also das Liga-Debüt für Dynamo in der ersten Halbzeit, direkt vor den mitgereisten Dresdner Fans. Und er wird den Platz zwischen den Pfosten aller Voraussicht nach auch bis zur WM-Pause behalten. Dresden, wir vermuten mal in einem 4-4-1, das sich immer wieder auch mal in eine Dreierkette gewandelt hat. Also Knipping, Kammerknecht und Akoto. Meier außen über links, dann neu ebenfalls Jakob Lewald, dreimal in den letzten Minuten eingewechselt als Innenverteidiger, heute auf der 6, und Dennis Borkowski ebenfalls neu mit dabei. 1300 in Schwarz-Gelb geben ordentlich Gas, sind live dabei im Karl-Benz-Stadion von Mannheim. 11.300 sehen dieses Spiel insgesamt. Das ist Morten Behrens, den kennen wir noch aus Magdeburg, mit dem viel zu kurzen Ball. Kutschke und Borkowski machen da einfach zu wenig draus. Dresden ja nur mit einem Sieg aus den letzten 5 Spielen. Schon 8 Punkte hinter einem direkten Aufstiegsplatz. Jonathan Meyer, der Mann auf der linken Seite. Knipping. Ball flippert wieder vorn hinein. Weihrauch mal mit der Kopfballablage. Kann hinüberlegen zu Akagi Gogia. Gogia ist durch, ein bisschen zu weit vorgelegt. Erster Kontakt nicht optimal. Anschließende Ecke von Arslan. Und Borkowski, Dennis Borkowski, ein bisschen überrascht, dass der Ball da vor ihm auftaucht. Hat das schon einen halben Meter zu viel in Richtung Tor zurückgelegt. Deswegen war der schwer zu verwerten. Hat er 2 Tore bereits erzielt, allerdings beide am ersten Spieltag gegen 1860. Knapp 5 Minuten zu diesem Zeitpunkt gespielt. Dresden mit der besten Chance im Spiel bis hierher. Anschließender Abstoß. Knipping bekommt den Ball da in die Wade gespielt. Das ist Martinovic. Geblockt von Kammerknecht. Akoto zu kurz und dann ist es 1-0 da. Mann, geht das schnell. Morten Winkler. Waldhof führt. Wir haben immer noch die 5. Minute. Das ist richtig unglücklich. Richtig blöd gelaufen für Dynamo. Stefan Kutschke schnappt sich die Kugel, gleich soll es weitergehen. Die jubeln natürlich. Winkler reagiert am schnellsten und Markus Anfang ist bedient. Gute Grätsche von Kammerknecht und dann Akoto, ganz unglücklich. Dynamo also wieder einmal hin. Und dabei Mannheim eigentlich in der Krise. 5 der letzten 6 Pflichtspiele verloren. 2-mal im Pokal. Schon wieder der Kapitän Martinovic. Da draußen wäre natürlich wieder der Torschütze Martin Winkler. Erste Mal, dass Sven Müller sich auszeichnen kann bei diesem gar nicht so schlechten Schuss vom Torschützen zum 1-0. Jakob Lewalds weit, weit weg. Heute zum 3. Mal Dresden gegen Mannheim. Dynamo noch ohne Sieg. Gogia reklamiert. Handspiel von Alexander Posipal. Dr. Robin Braun, der Schiedsrichter, will davon nichts wissen. Wir haben die Chance, nochmal hinzuschauen. Der Arm ist weit draußen, springt allerdings von seiner Hüfte ran. Vom eigenen Körperteil abgeblockt. Strittige Szene. Ecke Dynamo. Wieder Borkowski, der ihn nicht verarbeiten kann. Zweiter Ball. Gute Übersicht von Patrick Weihrauch. Arslan. Und der Ball flippert wieder hinaus über die Torauslinie. Bentley Baxter waren. Jetzt ja in Mannheim. Nächste Ecke für Dynamo. Immer wieder eine Sache für den besten Torschützen, den besten Torjäger. Die Leihgabe aus Kiel, Ahmed Arslan, 7-mal getroffen. Letzte Woche ja etwas glücklich nach dem zuvor verschossenen Elfmeter.
dann den Abpraller noch im Netz unterbringen können. Rechter Fuß vom Keeper weg. Zweiter Ball. Kutschke. Stefan Kutschke mit seinem ja nicht ganz so starken linken Fuß. Leichte Beute für Morten Behrens, der eine wirklich starke Leistung hier in Mannheim abliefert. Gute Viertelstunde vorbei. Stefan Kutschke, Offensivfoul, sagt der Schiri und zeigt Stefan Kutschke die gelbe Karte dafür. Der ist stocksauer darüber. In diesem Duell mit Fridolin Wagner trifft den Ball zuerst, beide mit der Grätsche, trifft allerdings Wagner dann auch am Knöchel. Fünfte Gelbe für Kutschke, fehlt also im nächsten Heimspiel am Samstag gegen Freiburg. Gute Situation von Pascal Sohm, Ex-Dresdner, darf heute von Beginn an ran. Martinovic auf, na wen schon, Morten Winkler, der Torschütze zum 1-0. Durchaus Glück für Dynamo, dass Winkler da wenig Druck hinter den Ball bekommt. Und Müller ihn somit ganz einfach aufnehmen kann. Es ist ein intensives, ein hitziges, ein hektisches Spiel. Meier gegen Martinovic. Gibt den Pfiff nach dieser Aktion. Meier sagt's. Hier Ball gespielt und der Schiri zeigt Knipping die gelbe Karte. Alle fragen sich, wieso. Wir können es ein bisschen auflösen. Hier das Foul kann man geben. Alles gut. Meier bekommt die gelbe nicht. Achtung, jetzt kommt hier also Knipping angehaucht. Und von diesem Luftzug, da fällt der Martinovic. Der Jurist aus Wuppertal im Lachsshirt fischt freizügig die Kartonagen heraus. Müller ist da. Sehr aufmerksam, sehr wach. Bis hierher ohne Wackeln. Gute halbe Stunde. Dresden hat mehr vom Spiel und bis zum 16er sieht es auch ganz gut aus. Dann prallen da wieder zwei zusammen. Burkowski ist dabei mit Jens Laurent. Große Diskussion an der Seitenlinie. Manuel Schäffler, Kevin Ehlers. Alles passiert 5-6 Meter vor ihnen. Markus Anfang. Dresden kann den Ball nicht sichern. Burkowski verliert ihn. Das ist Bentley, Baxter, Bahn. Links, Morten Winkler. Akoto zu weit weg und dann ist es ein Eigentor von Claudio Kammerknecht. 2-0 Mannheim nach 32 Minuten. Gibt's doch nicht. Dynamo legt sich schon wieder ein Tor selbst rein. Der Ball, der hoppelt direkt vor Kammerknecht nochmal auf. Das ist natürlich so blöd. Hier sehen wir es. Wieder ein Eigentor. Akoto gegen Osnabrück. Dann Drejaca, der den Gegner angeschossen hat in Essen. Dann der blöde Elfer von Kulke letzte Woche gegen Saarbrücken. Und jetzt Claudio Kammerknecht. Knipping, Lewald rennen sich da um. Martinovic. Kammerknecht blockt. Drüben wieder Martin Winkler. Akoto gerade noch so mit dem Fuß dazwischen. Dynamo schwimmt in dieser Phase beträchtlich. Zwei blöde Tore und 0-2 hinten. Anschließender Eckball von Berkan-Tas, der einläuft, den Ball nochmal zurückbekommt. Tas! Zwei Meter fehlen. Christian Neithardt seit Sommer in Mannheim. Nochmal die Ecke und da passt Sven Müller gut auf. Handspiel reklamieren, die Mannheimer geht aber weiter.
Dann ist Schluss, dann ist Pause. 2-0. Was wieder mal für eine verrückte erste Halbzeit. Und Dynamo liegt mit 2 Toren hinten. Rein in die zweite Halbzeit. Kammerknecht sucht wen natürlich? Den Zielspieler davon. Das ist Kutschke, der den Pfiff bekommt in diesem Duell. Mentas. Viele Pfiffe, viele Diskussionen. Anschließender Freistoß. Aslan und Knipping mit dem Kopfball. Die 1300 sind da. Knipping bekommt nicht mal richtig Druck dahinter. Touchiert den Querbalken. Der Kapitän ja noch ohne Treffer in dieser Saison. Hier war er ganz nah dran. Nach 57 Minuten Doppelwechsel bei Dynamo. Burkowski und Gogia gehen raus. Julius Kade und Manuel Schäffler kommen rein. Dynamo also wieder mit dieser wuchtigen Doppelspitze da vorn. Mit Schäffler und mit Kutschke. Kade, der Mann für die Außen. Manuel Schäffler, spitzer Winkel, drückt gleich mal los. 2 Joker-Tore hat er ja schon erzielt. Jetzt trifft er wieder die Latte. Was für ein Auftakt für den Stürmer. 190 Sekunden nach seiner Einwechslung. Fast der Anschlusstreffer durch Manuel Schäffler. Klasse vorbereitet von Kutschke. Und dann jagt er den Ball an Behrens vorbei, an die Querlatte. Manuel Schäffler sofort da. Nach einer Stunde ist dann Feierabend für Pascal Sohm. Der Ex-Dresdner heute ohne große Akzente. Für ihn kommt Daniel Keita-Ruel. Keita-Ruel, ja einer, der Dynamo sehr mag. Gegen keinen Verein hat er so oft getroffen wie gegen die SGD. 4 Tore im Trikot damals noch von Greuther Fürth. Das waren noch selige Zweitliga-Zeiten. Paul Will inzwischen auch da für Jonathan Meyer. Nehmt Aslan jetzt. Ach, mit Aslan. Nochmal zu Will. Paul Will, schöne Drehung. Aslan hat sich da hinten durchgemogelt. Ach, mit Aslan. Zieht hinein. Das war Haarscharf. Gute Aktion von Will und Aslan. Und da war noch einer dran. Ansonsten hätte der vielleicht gepasst. Auch mit Aslan. Eben den Schuss abgegeben. Gleich hinüber zum Eckball. Die anschließende Ecke. Wen findet er da? In der Mitte. Knipping, Kammerknecht. Lewald. 1,94 groß. Der Neuzugang von Viktoria Berlin hatte dort ja in der letzten Saison 35 Spiele in der dritten Liga bestritten. Viertelstunde noch, immer wieder diese Situationen, viele Diskussionen, Verletzungen, Spieler am Boden. Viertelstunde noch, hier diese Aktion zwischen Aslan und Winkler. Mannheim will einfach nur die Zeit runternehmen, was die Dresdner Bank natürlich nervt. Von außen immer wieder Diskussionen. Robin Braun mit der gelben Karte gegen Markus Anfang. Den Dresdnern läuft die Zeit davon, natürlich. Dynamo im leider ja schon gewohnten Modus, diesem Rückstand hinterher zu laufen. Aber die Mentalität ist da. Was fehlt, ist so ein bisschen die Cleverness hier und da. Ganz häufig Offensivfouls, die weggepfiffen werden, die der Gegner danken dann jetzt. Dresdner Fans, Support ist stark, das ganze Spiel über. Mannheim dann mal mit ein bisschen Entlastung über den eingewechselten Niklas Sommer. Der ist schnell, der ist zu schnell für Paul Will, der kann ihn noch nicht mal festhalten. Ball rauscht durch den 5-Meter-Raum. Keita-Ruel in der Mitte, kommt nicht an. Gut gestört von Kammerknecht. Müller mit dem weiten Ball vor, auf Kutschke. Schäffler verpasst. Dann geht Patrick Weihrauch raus, Oliver Battista Meyer kommt rein. 10 Minuten noch auf der Uhr. Battista Meyer ja bislang unter seinen Möglichkeiten geblieben, der Neuzugang aus München. Die Zeit läuft den Dresdnern weg. Freistoß. Paul Will mit dem linken Fuß. Aslan ist da.
Hände sind draußen und wieder gibt's den Pfiff zum Offensivfoul. Dresden macht sich's aber auch selber schwer und Sommer, den feiern sie natürlich alleine nur für diese Aktion kräftig ab. Stellt sich da gut hin, fällt theatralisch. Offensivfoul. Die Schlussphase. Ball flippert raus, Batista Meier läuft ihn sich, schaut, rechter Fuß, schöne Flanke, Scheffler, da ist der Anschluss. 1:2 durch Manuel Scheffler nach 86 Minuten, sein viertes Saisontor. Und es ist sein 69. Tor in Liga 3, damit ist er jetzt in den Top 5 der Drittliga-Torjäger. Ist ihm alles egal. Was ihm jetzt hier noch fehlt, ist ein weiteres Tor, damit es wenigstens den einen Punkt gibt. Oh, wo der hinsteigt. Nicht zu verteidigen. Und toll vorbereitet auch von Batista Meier. Beste Aktion des Mittelfeldspielers in dieser Saison. Was geht hier noch für Dynamo im Karl-Benz-Stadion? Zunächst mal müssen sie Mannheim verteidigen. Mit dem Eingewechselten Dominik Kota, der kann völlig frei abziehen und Müller ist da. Lang, weit und vor. Lewalds, auch die Aktion wird ihm weggepfiffen. Es ist ein bisschen zum Verzweifeln. Gefühlt das 10. Offensivfoul, hier nochmal Kota. Müller. Mit den Fäusten war bei beiden Toren nicht beteiligt, war machtlos, wie beim ersten, wie beim zweiten, sonst souverän und sicher. Sven Müller in seinem heute ersten Spiel in Liga 3 für Dynamo Dresden. Wir sind drin in der 6. Minute der Nachspielzeit. Immer wieder diese ewigen Diskussionen. Christian Neithardt, der Ball weit, lang und vor und dann soll natürlich ganz schnell Schluss sein. Ist doch verständlich, dass er das so sieht. Dynamo will noch einen langen Ball, noch eine Chance. Vielleicht damit ganz viel Glück noch den Ausgleich. Der Ball von Morten Behrens. Und den findet davon kein Dresdner. Stattdessen ist Schluss. Mannheim gewinnt gegen Dresden. Es war ein wildes, ein hektisches Spiel. Sieht man ja auch an den Diskussionen. Manuel Scheffler hier erst mit Russo und dann mit Rossi Pal. Drei Gelbe auf beiden Seiten. Frust sitzt tief natürlich bei den Schwarz-Gelben nach diesem 1:2. Jürgen Schmidt hat emotionale Stimmen gesagt. Tim Kniebing, ihr habt hier verloren 1:2. Ihr seid aber bockstark die ersten 5 Minuten ins Spiel reingekommen und dann liegt der Ball bei euch hinten drin. Wie blöd ist das, wenn so ein Matchplaner gleich mal, sagen wir mal, ins Holpern kommt? Ja, ist unglaublich bitter, ne? Irgendwie so bezeichnend für uns die Saison, speziell die letzten Spiele. Wir nehmen uns so viel vor, kommen wirklich gut in die Partie, sind gefährlich im 16er, haben eine Chance durch Gogi, wo ihm der Ball ein bisschen verspringt und gefühlt im Gegenzug. Scheiß Eiertor, ne? Springt mir erst in die Beine, Ball, Gegner wieder am Fuß, irgendwie ein Ping-Pong, dann liegt er dem vorm Fuß und haut den halt kaltschnäuzig mit dem ersten rein. Und das ist natürlich unglaublich bitter, wenn du direkt wieder so einen Nackenschlag bekommst. Und den musst du natürlich dann wieder erstmal kurz verarbeiten. Ja, dieses dusselige zweite Tor, was war das? Ja, passiert. Ist Fußball, wir sind Mannschaftssport. Er macht es ja nicht extra, dass er den Ball ins eigene Tor will, auf die Tribüne klären und geht rein und ja, scheiß drauf. Keeper getauscht, den Sechser getauscht, offensiv links getauscht. Viel versucht, aber zwei blöde Tore lassen Dresden verzweifeln. Wir haben die erste Chance, wir müssen eigentlich das Tor machen. Kriegen dann einen Ball, der Flipperball ist, fällt ihnen vor die Füße. Mit dem ersten Schuss kriegen wir das Tor. Das zweite Tor machen wir selber. Wir haben heute 2 Tore geschossen und haben 2:1 verloren. Hat Mentalität und Effizienz heute gewonnen? Gerade in der ersten Halbzeit von Mannheim? Nee, Mentalität hatten wir genauso. Das will ich nicht sagen. Aber es ist halt brutal. Wir werden für jede Sache momentan bestraft. Und wir dürfen nicht jammern. Wir müssen daraus lernen. Aber es ist schon Wahnsinn. Also so viele Eigentore wie jetzt in dieser Saison, das ist schon, das sucht seinesgleichen. 6 Siege und jetzt 5 Niederlagen für Dynamo. Die Ansprüche an der Elbe sind natürlich andere, als im Mittelfeld der Tabelle zu landen. Aber genau dort nistet sich Dynamo langsam ein.
Die englische Woche steht an, vor der WM-Pause. Es ist die Chance, noch einmal Gas zu geben und Signale zu setzen.